Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kommt immer mehr in ein Fahrwasser, das ziemlich dreckig erscheint. Jahrelang hatten Geschädigte, Politiker und die Presse darauf aufmerksam gemacht, dass die Behörde in vielen Bereichen völlig versagt. Langsame Bearbeitungen, fehlende Kenntnisse, lasche Gesetze sorgten immer wieder für Milliardenschäden bei deutschen Anlegern und Verbrauchern. Geschehen ist nichts. Allenfalls hat sich der deutsche Michel darüber gefreut, dass die Mitarbeiter der BaFin es warm und gemütlich haben in ihren Amtsstuben und schön Katzenbilder im Internet anschauen können. BaFin zeigt Mitarbeiter wegen mutmaßlichen Insiderhandels in Wirecard an. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, hat am 27. Januar 2021 einen Mitarbeiter der Wertpapieraufsicht wegen des Verdachts des Insiderhandels bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart angezeigt. Der Beschäftigte hatte am 17. Juni 2020 strukturierte Produkte mit dem Basiswert Wirecard AG verkauft. Die Wirecard AG machte am 18. Juni 2020 öffentlich, dass über die Existenz von Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro noch keine ausreichenden Prüfungsnachweise zu erlangen waren. Die Finanzaufsicht hatte den Verdacht im Rahmen ihrer Sonderauswertung entdeckt. Sie hat den Beschäftigten sofort freigestellt und ein Disziplinarverfahren eröffnet. Die BaFin hat die Compliance-Regeln für die privaten Wertpapiergeschäfte ihrer Mitarbeiter Mitte Oktober 2020 verschärft. Spekulative Finanzgeschäfte, also das kurzfristige Handeln, beispielsweise mit derivativen Finanzinstrumenten oder Aktien, sind seitdem nicht mehr möglich.